Kommen wir zum Otto. Ich mache dynamische Eingabe mal wieder aus, mache das Otto an. Wozu ist das da? Ganz wichtiges Werkzeug aus meiner Sicht, wenn Sie das einschalten, ich tue mal hier das Löschen und gehe mal hier auf dicke Linie, wenn Sie das besser sehen, gehen wir dann auf, machen wir mal Pulle-Linie und ich zeichne jetzt hier eine Linie. Otto ist aktiv. Dann bedeutet das, ich kann jetzt nur entweder horizontal oder vertikal zeichnen. Ja, ich werde mal noch die Linienstärke noch ein bisschen ändern, damit Sie das besser sehen. Was haben wir hier? Linienstärke. Haben wir hier ein 0,6er. Nochmal Pulle-Linie. So, wenn ich jetzt hier lang fahre, dann kann ich quasi nur nach rechts gehen oder nach oben, sprich kann nur vertikale oder horizontale Linien zeichnen. Mache ich das Otto aus, dann bin ich wieder frei und könnte jetzt theoretisch gedrehte Linien zeichnen. Das Otto ist nicht nur interessant, wenn Sie jetzt Linien zeichnen, zum Beispiel Grundrisse, total praktisch, ja, die sind normalerweise immer rechtwinklig, dann kann man hier schnell quasi hier so einen Grundriss zeichnen, also hier nochmal geklickt, dann kann ich hier einrasten, kann quasi auf diese Art und Weise sehr schnell ein Rechteck zeichnen. Ja. Wo es auch interessant ist, wenn Sie zum Beispiel jetzt verschieben wollen oder kopieren, ich klicke das Rechteck mal an, oder die Pull-Linie ist es eigentlich streng genommen. Na, dann gehe ich hier auf Kopieren und wenn ich das Otto eingeschalten habe, dann kann ich diese auch nur gerade, ganz genau gerade oder ganz genau nach unten kopieren. Ja, auch das ist natürlich bei solchen Befehlen ganz interessant. Das bedeutet, dass Otto